Jo, hi, hier ist der Oliver Session, ich zeige euch von Bogner den Burley. Hallo, kommt natürlich jetzt auch der Burnley an die Reihe. Klar, die obergeile Pedalserie von Reinhard Bogner in Zusammenarbeit mit Rupert Neve, der Mischpult-Legende. Und muss sagen, gerade wenn es um Distortion-Pedale geht, ist das so ein bisschen so ein Lieblingsthema von mir. Was hänge ich vor ein Amp und was klingt geil und vor allen Dingen, warum klingt es geil? Ne? Ich meine, Verzerrung zu machen ist erstmal nicht schwer, ne? Vor allen Dingen auch nicht mit Halbleitern. Und dann ist immer die Frage, wie ist das ganze Design? Ne? Und gerade Bogner ist wirklich bekannt für so ein Mittendesign. Ne? Das ist das, was ich an Bogner Amps sehr, sehr schätze. Diese unteren Mitten, die den Ton führen und obendrauf natürlich diese helle Kuppe. Ne? Also im Prinzip so eine Breitbandigkeit, die erstmal von Mitten bis Höhen so alles hat. Und das ist in so einem Verzerrerpedal gar nicht so einfach herzustellen. Vor allem diese Dynamik, die man natürlich von einem Amp gewohnt ist, das in Pedalform zu pressen, naja, gar nicht so einfach. Ne? Ich meine, der Harlow war schon wirklich der absolute Knaller, was so Boosting-Geschichten angeht. Und diesmal haben wir es hier noch mit dem Distortion-Schaltkreis zu tun. Ihr seht hier auf dem Bedienpanel F und T, das ist Fat und Tight. Und bei Fat geht es ein bisschen gainiger zur Sache. Das heißt, lässt sich gar nicht so einfach umschalten, ohne dass man auch einen Gainsprung hat. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und was ich sehr beachtlich finde, beide Modes klingen wirklich absolut tauglich. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass oft, wenn man so Fettregler hat bei Verzerrern, das Ganze sehr mumpfig wird. Aber da sind die Höhen da. Ich habe auch mal im Intro den Fett-Mode gespielt. Na klar, der Amp ist gerade so am ganz leicht anzerren, ne? Klar. Oder wenn ich will, auch ganz clean, wenn ich über die Single Coils gehe. Und da kann ich natürlich dann sagen, hier, da ist mein Distortion-Signal. Das ist schon geil. Hat man schon mal so einen geilen, verzerrten Sound von einem Pedal gehört? Das ist echt der Knaller. Ne? Also, ich gehe mal auf Fett, bisschen Gain runter hier. Das knatscht dermaßen geil. Ne? Genau die Mitten, die man so ein bisschen zusammendrücken kann. Ja,
super, super, super geil. Klar, vom Gain bin ich jetzt noch weit unten. Ich zeige euch mal, wie der Gain-Verlauf funktioniert. Ist schon interessant, ne? Es wird nicht unbedingt dumpfer, ne? Es bleibt schön breitbandig hell. Seitentrennung funktioniert auch, klar. Ich bin natürlich jetzt auch im absoluten High Gain. Ich gehe mal auf den Tight Mode. Ne? Wird er noch etwas schneller? Das ist echt der Knaller. Ich meine, da müsste man hier sitzen, wenn ich hier am Gain-Regler drehe, ne, und das, was hier wirklich links an meinen Hosenboden gerät, ist dermaßen authentisch und geil. Ne? Also es funktioniert. Richtig diese fleischigen, fetten Amp mitten, ja, und diesen Bass, den man braucht, und obendrauf dieses Zinn-Zinn vom Plektrum. Ne? Voll, voll geil. Ich bin jetzt bei Gain hier bei ungefähr 14 Uhr. Wahnsinn, echt. Ist natürlich auch irgendwie egal, was Reinhold irgendwie anfasst. Ne? Also vor allen Dingen wird es dann interessant, wenn Rupert Neve ins Spiel kommt. Ne? Der Trafo verbaut ist. Auf der Rückseite kann man es sehen. Hier Rupert Neve Transformator. Ich halte es mal in die GoPro. Vielleicht müsst ihr euren Computer umdrehen. Ich sehe es gerade im Kopf. Und das ist echt der absolute Knaller. Vor allem absolut rauscharm. Ne? Ich habe vorhin mal über High Gain versucht. So kann ich auch gleich mal machen. Ne? Und oft ist es so, dass wenn man dann Verzerrer anschaltet, dass die wirklich so einen Rauschorkan erzeugen. Ist mir gar nicht so wichtig, dass so ein Pedal extrem rauschfrei ist, weil wenn ich es nicht brauche, schalte ich es ja auch ab. Aber ist auf jeden Fall ein absolutes Qualitätsmerkmal. Ihr seht hier übrigens meinen Anschlag oder vielmehr die Dynamik des Inputs anhand so einer LED-Leuchte hier. Ne? Also ich habe natürlich auch die Möglichkeit, über Level zu gehen und mache da so ein Boosting draus. Das funktioniert ganz genauso gut hier. Ist noch ein bisschen kerniger, weil der Amp dann natürlich in den Vordergrund gerät. Kann ich natürlich auch mal auf dem Fat Mode zeigen. Ist auch sehr interessant, weil es funktioniert dann ein bisschen weicher. Ne? Ich mag es ja gerne ein bisschen hellmütiger, ist klar. Aber auch wenn man so getragene Sachen mag, ist es fütteriger, ein bisschen geiler. Ich gehe mal auf Fat. Da merkt man so, wie die unteren Mitten ein bisschen mehr anfangen zu pumpen, so beim Ablocken. Ne? Ich gehe mal auf die G-Seite, da hört man es sehr gut. Ja.
ist schon der Hammer. Also gerade so differenzierte Geschichten sind mit so Pedalen auch manchmal gar nicht so einfach, ne? Aber da ist wirklich auf Reinhold Verlass, wenn sowas kommt, dann kann ich so ein Pedal auch schon fast ungesehen ins Videostudio mitnehmen, weil es funktioniert einfach prächtig. Ich gehe nochmal auf die High Gain mitten. Ich bin jetzt mal auf so einem, ich sag mal, etwas unfertigen Audi Grün, wenn ich so möchte, ja. Da will ich ja ganz oft, wenn jetzt ein Amp ein bisschen müde daherkommt, auch ein bisschen boosten, dass auch der Anschlag stimmt und auch dann das Sustain stimmt. Da kann ich genau das auch hier erledigen. Das ist schon echt der Hammer. Also ich habe echt das Gefühl, ich hätte im Prinzip einen anderen Amp hinter mir. Es ist gar nicht mehr das Pedal, was ich höre. Oder ich höre natürlich das Pedal, klar. Aber das, was natürlich am Ende aus der Box rauskommt, ist dermaßen Amp-like, dass es echt der Knaller ist. Oft hört man natürlich, wenn man jetzt ein Pedal von Amp schaltet, dass das Ganze dann so ein bisschen nasig wird. Oder man hört so ein Pedal, es klingt ein bisschen fuzzy und es klingt ein bisschen pedalmäßig. Kann man auch mögen, na klar. Ne? Aber wenn es so ein bisschen nach einem Amp klingt und nach Röhren klingt und nach eingedetschter Kompression, ist das noch ein bisschen charmanter. Und so klingt es jetzt auf jeden Fall hier. Wahnsinn. Ich gehe nochmal auf den Clean zurück, weil das Pedal selber hat wirklich eine dermaßen geile, vollständige, breitbandige Verzerrung. Die kann man genauso gut zeigen. Ne? Fast am Ende. Ich habe euch auf einen Bogner den Burnley gezeigt. Super geiles Distortion-Pedal. Kommt den Laden selber checken. Ist sowieso das Allergeilste. Wir tragen noch so. Tschüss.